Hallo, wir sind im Teil 7. Auch im Schnitt die Höhenkotten. Auch kleine Hilfe, Vermassung von Höhen. Wenn wir das anklicken, fragt zuerst der Rechner, wollen Sie auch die NN-Höhe haben? Sagen wir mal zuerst nein. Die Nullhöhe ist da. Und wir zeigen dann zuerst Punkt für die Höhenvermaßung. Nehmen wir das, das ist ja unsere 0 und der Maßstab ist ja 1 zu 100. Bestätigen wir das, wir haben jetzt die Nullhöhe einmal und wir können immer weiter als fertig Fußboden, okay, 3,20 ist 6,30 und so weiter, das ist ja die Spitze. Wir können jetzt auch sagen, ja, draußen vielleicht, und jetzt können wir sagen, die, wenn das jetzt Ausführungsplanung ist, die Höhe als roh angeben, bekommen wir natürlich ein anderes Symbol. Das war es im Prinzip. Jetzt haben wir noch mal die Möglichkeit, zum Beispiel eine Höhe von Höhendifferenz zu erfahren. Sagen wir mal, wir klicken jetzt die Höhe als Basis. Das ist jetzt 3,20. Das ist unser Basispunkt, ist hier unten. Und dann wird die Höhe vermaßt. Dies auch 6,40. Das ist, wenn wir jetzt keine Null, Höhe in der Zeichnung haben, sondern nur ein Ausgangspunkt. Die nächste Möglichkeit haben wir, diese Zeichnung ist ja für Grundriss natürlich, ist ja uninteressant. Wir können jetzt die NN-Höhe addieren. Wenn ich das wähle, sagen wir mal, die NN-Höhe ist ja 100, damit man das besser kontrollieren kann, bestätige ich und dann eben die Zahl wird gewählt und eben die 100 dazu addiert. Wollen Sie NN neu bestimmen? Nein, da haben wir nochmal die als Beispiel. Das sind ja 109,71. Okay, für die Entwässerung kommt sehr oft vor, dass wir die Deckelhöhe haben vom Kanal in der Straße und dann müssen wir unsere Höhe im Gebäude ermitteln. Das ist auch eine leichte Hilfe, Linie aus NN wählen. Wenn ich das anklicke, fragt zuerst der Rechner, wollen Sie die NN be neu bestimmen? Wir bleiben bei einem 100 und unsere 00 ist immer noch die, also wir können es auch so lassen. Zeigelage der Linie. Sagen wir mal, irgendwo hier in dem Bereich ist unser Gully. Ich klicke das an und die NN-Höhe ist 101,5 Meter. Wenn ich das zeichne, dann tatsächlich bekomme ich hier eine Linie. Wenn ich es abfrage, Sie sehen, die Y-Koordinate ist ja 1,5 beziehungsweise hier mit Minus, weil ich zuerst oben angeklickt habe. Hier scheint sich das natürlich einfach, aber wenn Sie jetzt mal krumme Zahlen haben, dann ist das schon eine Hilfe und man vermeidet Fehler bei der Berechnung. Ja, das war's zuerst und vielen Dank.